Das ist der IONIQ 5 und heute mache ich einen Stresstest mit diesem Auto. Ich fahre auf die Autobahn, fahre ein bisschen schneller, lade ein paar Mal, fahre wirklich eine weite Strecke und ich will sehen, wie warm die Batterie wird. Ich habe einen OBD-Dongle und eine App angeschlossen. Ich sehe, wie warm die Batterie ist und ich will sehen, wann wird die Batterie so heiß oder wird sie überhaupt so heiß, dass vielleicht das Laden langsamer wird oder dass vielleicht sogar die Motorleistung reduziert wird. Es wird sehr interessant. Ich freue mich sehr. Fahren wir los. Kilowatt bei 64%. Wow! Ja, ich lade schon. Bin nur 40 Kilometer gefahren. Als ich losgefahren bin, war so bei 77% Ladezustand. Batterie war bei 25 Grad und dann durchs Fahren ist sie auf 27 Grad gestiegen. Jetzt ist schon auf 29 Grad. Wenn ich jetzt reinschaue, ist bestimmt schon mehr, weil er gerade mit 242 Kilowatt geladen hat. Aber nur kurz und jetzt ist er so bei 130. Aber schauen wir rein, was die Temperatur jetzt sagt. Das ist die App CarScanner Pro. Minimumtemperatur von der Batterie ist 28 Grad, Maximum 30. Er ist bei 72% Ladezustand, lädt mit 130 Kilowatt. Bin auf dem Weg, habe noch 250 Kilometer Reichweite. Mein Verbrauch ist hoch, weil ich ein bisschen schneller fahre. Hier in dem Fenster sehe ich bei Battery Care, dass die Batterie nicht aktiv gekühlt wird. Ich bin immer noch bei 34 Grad, wenn man das hoffentlich sehen kann. Also durchs Fahren wird die Batterie nicht kälter. Aber ich hoffe, wenn beim nächsten Laden in Neumarkt, so in 100 Kilometer oder so, dass eben dann die aktive Kühlung hier anspringt und dann ist das auch wieder okay. Kilowatt. Bin beim nächsten Lader. Wir sind so ungefähr 100 Kilometer gefahren. Wir schauen gleich im Auto, wie viel es genau war. Lad hier wieder bei Ionity mit 230 Kilowatt im Moment. Batterie war bei Ankunft 31 Grad, bin aber ein paar Mal in der Baustelle gewesen, da war es ein bisschen langsamer. Aber dann bin ich auch wieder 170, 180 gefahren. Und jetzt ist schon wieder 32 Grad, wir schauen mal gleich rein, wird schon wieder wärmer sein. Schauen wir, ob es wieder zu den 34 Grad hochgeht oder sogar wärmer. Das wäre interessant. So, bis jetzt bin ich mit der Kühlung und so völlig okay. Ich habe gerade das Telefon einen Kühler dran bauen müssen und abkühlen müssen. Telefon hat gesagt, ich bin zu warm, kein Internet mehr. Habe gerade mit 160 Kilowatt geladen. Jetzt ist der Dip, wo es runtergeht auf 10 Kilowatt. Batterie ist nämlich warm. Wir sind bei 43 Grad. Das ist die höchste Temperatur in der Batterie und das ist die niedrigste. Also fahren wir. Hat sich gut erwärmt, da wird die Batteriekühlung bestimmt was machen.
Bin beim nächsten Lader hier in Himmelkron. Spitze war 225 kW, jetzt 182. Die Batterie war bei Ankunft bei 34 Grad, also genauso wie vor dem letzten Laden, ist aber jetzt schon bei 40 Grad. Und ich fahre jetzt einfach wieder zurück den gleichen Weg, wieder 100 Kilometer zu Neumarkt und dann Straubing und gut, dann haben wir 5-mal geladen und ich bin nicht langsam gefahren. Also ich finde das super, es ist das 3. Mal laden und die höchste Temperatur bis jetzt war 43 Grad in der Batterie und dann hat die Kühlung dann angefangen, jetzt kühlt er natürlich auch, aber beim Fahren habe ich dann die 500-800 Watt gesehen, wo er die Batterie gekühlt hat. Jetzt fahren wir wie gesagt zurück, laden wir nochmal 2-mal und schauen wir, ob wir über die 43 Grad kommen, aber bis jetzt wirklich super. Ich bin wirklich mit Power gefahren, 170, 180 manchmal, gut beschleunigt. Ja, es ist nur der Hinterradantrieb hier, aber immer noch gut Power. Und natürlich gab es Tempolimit und es gab Baustellen und so, wo ich langsamer fahren musste. Aber trotzdem, bis jetzt bin ich sehr beeindruckt mit der Temperatur. Schauen wir, ob es so weitergeht. Ja, ein bisschen kurviger Autobahnfahrt gerade, lustig. Bin schon wieder 66 Kilometer gefahren, sind noch 40 Kilometer zum nächsten Lader. Batterie wird immer noch gekühlt mit fast 500 Watt. Sie ist schon wieder bei 35 Grad. Und ich gehe davon aus, dass das Auto wieder runterkühlt auf 34 Grad und das in 33 Minuten. Völlig okay. Ich bin jetzt wirklich gerade wieder wild gefahren, gut beschleunigt, also habe ihm nichts geschenkt. Ich habe hier bei Ionity Neumarkt schon wieder geladen bis 81%. Batterie ist jetzt bei 45 Grad. Ich werde noch einmal laden, schauen wir, ob es noch heißer wird. Batteriekühlung ist an bei ca. 500 Watt. Batterie ist immer noch bei 43% nach 10 Kilometer fahren und die Batterie wird mit 1,4 Kilowatt gekühlt. So, nicht nur einfach ein Lüfter, sondern da läuft Kühlflüssigkeit rein und kühlt das Ganze. Ich lade jetzt bei EnBW, weil ich habe einen anderen Plan. Meine Frau hat Schuhe gefunden bei eBay Kleinanzeigen, gebrauchte Schuhe, aber die sehen furchtbar neu aus und guter Preis, die hole ich jetzt ab, mit dem habe ich geschrieben. Was ist das? Ich bin zurück, attackiert von einem Insekt. Also ich hole Schuhe, die meine Frau gefunden hat, gebraucht, sportliche Schuhe, die ziemlich gut aussehen und Ionity ist zu weit, deswegen, dass ich nicht zurückfahren muss, lade ich jetzt hier. Aber wir können den Test sowieso beenden, weil es sieht wirklich so aus, dass der Ioniq 5 super Kühlung hat für seine Batterie. Jedes Mal immer mit Spitze geladen, 230 Kilowatt, auch jetzt wieder. Der Lader hat mir beim Einstecken gesagt, maximal 150 Kilowatt. Dann ist er nach oben und bei 90 stehen geblieben, dann bei 110 und so weiter. Immer so in Schritten, aber ist auf 230 Kilowatt hochgegangen. Und die Batterie wird richtig gut warm, wenn man lädt. Das merkt man, das sieht man schon gut, aber beim Fahren, die Kühlung hat jetzt wie gesagt bei 1,5 Kilowatt gekühlt, kühlt das wunderbar runter, war jetzt bei 32 Grad und es hat hier draußen 32 Grad. Heute ist wirklich warm, also das funktioniert, da gibt es kein Problem. Die Theorie bei mir war jetzt, man könnte sagen, wenn man länger lädt, also von 10% bis 80%, dass dann die Batterie noch wärmer wird, weil lange lädt.
Aber da ich sage, dann fährt man auch länger. Also ich bin jetzt immer so eine Stunde gefahren nach dem Laden. Und wenn man jetzt normal fährt, 130 und bis 80% geladen hat, dann fährt man ja normal 2 Stunden oder so, weil man das leicht schafft von der Reichweite her. Und dann kann noch mehr Zeit zum Abkühlen. Deswegen denke ich jetzt, das ist fast gleich. Das ist eine Theorie, ich weiß es nicht natürlich, wenn ich nicht beides mache. Aber auf alle Fälle hat er den Test bestanden. Wunderbar, kein Rapid Gate, wie man sagt, dass die Ladeleistung nach unten geht, weil die Batterie zu heiß ist. Und Power war auch immer voll da. Ich bin wirklich gut gefahren, sehr schnell und habe gut beschleunigt. Trotzdem wunderbar runtergekühlt. Danke an Hyundai Deutschland, die mir das Auto zur Verfügung gestellt haben. Und wer den Kanal unterstützen will, unten gibt es einen Patreon-Link und auf YouTube hier gibt es Kanalmitgliedschaft. Aber das war's von mir. Vielen Dank fürs Zusehen. Noch einen wunderschönen Tag. Ciao!